Willkommen zu einem neuen Spiel, und zwar Assembly Line. Das ist quasi ein Fabriksimulator in 2D und wie ihr auch schon sehen könnt, Pixel Art. Und ja, man baut sich hier so eine kleine Fabrik auf und wird dann immer und immer größer und hat dann am Ende sehr, sehr viel Geld zur Verfügung. Und hier haben wir das Baumenü. Also vorerst nochmal, natürlich, SFS kommt noch weiterhin, keine Sorge, von SFS wird es weiter Videos geben. Das war halt nur ein Spiel und da dachte ich mir, so ein zweites Spiel kann ja nicht mal schaden. Also haben wir jetzt hier noch Assembly Line. Ich werde zwei Videos dazu machen und ihr könnt dann halt entscheiden, ob ihr das weitersehen wollt oder nicht. Ich würde sagen, bei 15 Likes, ja, bei 15 Likes innerhalb einer Woche werde ich das weitermachen. Und dann starten wir jetzt erstmal. Hier haben wir das Baumenü. Und zwar haben wir da zwei Sachen. Einmal Starter und Seller. Von den Startern bauen wir mal gleich vier Stück hin. Dazu kommen wir gleich. Der Seller, das ist einfach nur ein Verkäufer. Ja, der verkauft dann die Ressourcen. Und hier haben wir noch Roller. Das sind einfach Förderbänder. Und damit kann man Sachen eben zum Seller oder eben zu anderen Sachen bringen. Aber das kommt erst später dran. Hier kann man Sachen mit bewegen oder drehen. Und das bräuchten wir hier auf jeden Fall. Und jetzt haben wir hier die Übersicht zu Startern. Wir haben oben links die Stromkosten. Um rechts die Zeit, wie lange es eben braucht, um eine Ressource herzustellen. Dann haben wir hier bei Select eine Ressource. Die sind alle gleich viel wert, deshalb macht das kaum Unterschied. Nehmen wir einfach mal Kupfer und wählen das einfach bei allen aus. Und hier kann man schön Doppelklick machen. Das unten rechts, da kann man noch nichts verändern. Das kann man erst später machen. Dazu braucht man nämlich Upgrades. Jedenfalls können wir jetzt hier noch einen Starter kaufen und einfach nochmal Kupfer reinmachen. Und gleich noch ein Starter, gleich hinterher, einmal umdrehen und nochmal Kupfer. So, hier haben wir auf jeden Fall das Startmenü. Das nächste ist, wenn man Sachen verkaufen möchte. Das mache ich jetzt natürlich nicht, wir brauchen die Sachen ja noch. Hiermit kann man halt Sachen, wie gesagt, schon bewegen. Und man kann auch Sachen drehen. Und dann haben wir hier die bereits genannten Upgrades. Und zwar würde ich mir auch gleich hier dieses erste Upgrade holen. Und zwar die Stromkosten werden verringert. Das kostet nur 5000 und wir haben es auch gerade erreicht, also können wir das direkt holen. Und ja, es gibt einfach noch mehr Upgrades, als dass es irgendwelche Maschinen gibt. Und die werden wir auch irgendwann mal alle haben. Jedenfalls werde ich mir jetzt hier noch zwei kleine Starter holen und die auch mit Kupfer machen. Mehr können wir tatsächlich auch nicht holen. 8 ist momentan das Maximum. Ja, durch Upgrades kann man sich mehr holen, aber wo ist das? Irgendwo kann man sich mehr. Hier Starterlimit um 6 erhöhen. Da braucht man einfach 2,5 Millionen und da sind wir natürlich noch weit entfernt. Deshalb bringt das noch nicht so viel. So, ich habe mal kurz gewartet. Da muss sie natürlich nicht dabei sein. Wir haben jetzt 11.000. Das heißt, wir können uns auch noch dieses Upgrade hier holen. Und damit haben wir die Stromkosten auf 1 verringert. Kleiner geht es wirklich nicht. Und daran werden wir auch nichts mehr ändern können. Dann ist ja noch hier diese zweite Sache mit der Zeit. Die kann man auch noch verringern. Und zwar hier 150.000. Logisch, dass ich es mir noch nicht holen kann. Jedenfalls gehen wir weiter durch. Und zwar haben wir hier dieses Schloss. Damit können wir einfach Felder freischalten. Wir haben nämlich hier am Anfang dieses 6x6 Feld. Und insgesamt können wir, glaube ich, 16x16 haben. So ungefähr.
Also da ist auf jeden Fall noch eine Menge Raum verfügbar. Hier haben wir dann die Baupläne. Als erstes haben wir nur die Circuits freigeschaltet, aber es gibt noch eine ganze Menge andere Sachen, wie zum Beispiel Bohrer, Radios, Smartphones, Mikrowellen oder Computer, Drohnen, Ofen und auch ja, AI-Robots. Die sind natürlich dann am wertvollsten, kosten aber auch eine ganze Menge. Und dann haben wir hier rechts noch zu guter Letzt die ganzen Fabriken, die wir haben. Momentan haben wir halt nur eine, und zwar die hier. Aber ansonsten gibt es eben noch die Möglichkeit für 1 Million eben noch mehr zu kaufen. Ist natürlich dann ganz schön teuer. Ja, ansonsten war es das mit den Sachen hier unten. Hier links oben haben wir die Einstellung. Ja, ist nicht besonders spannend. Hier haben wir noch Starten und Stoppen. Könnt ihr alle Maschinen einfach stoppen. Ein Geschenk. Da kann man für eine Werbung eben Geld bekommen. Das werde ich in diesem Let's Play hier vermeiden. Das scheint sich auch manchmal zu ändern. Ja, 11K, 12K, 10K, wieder 12K. Also es verändert sich immer ein bisschen. Könnt ihr ruhig nutzen. Also ihr seht dann halt einfach eine Werbung. Aber ich werde es nicht unbedingt benutzen. So, dann haben wir hier rechts oben noch einen letzten Knopf. Und zwar ist das einfach Information für jede einzelne Sache, die im ganzen Spiel existiert. Können wir auch einfach, ja, da AI-Robot ganz weit unten. Das sind 15 Milliarden an Wert. Ist also eine ganze Menge. Und wir haben gerade 34, ja, 35.000 geknackt. Das heißt, wir holen uns jetzt hier mal Ofen. Und dann schauen wir mal, wo es noch etwas von den Upgrades gibt hier. Decrease Furnace Electricity Cost by 2. Und zwar sind das die Stromkosten, die verringert werden. Und dann können wir uns auch gleich einen kaufen. Der kostet noch 10k. Das heißt, jetzt. Und dann verschieben wir das Ganze mal um ein kleines Stück. Aha, so. Ich will nicht zu viele Ressourcen verlieren. Okay, da haben wir ein paar verloren. Machen wir so. Und dann haben wir den Ofen dazwischen. Der schmilzt die dann. Und die sind dann einfach mehr wert. Und das werde ich jetzt auch einfach bei allen anderen machen. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder. So, und da haben wir jetzt auch nach 5 Minuten bei jedem Starter einen Ofen. Dabei erhöht sich der Wert von 80 auf 100. Wir haben also jetzt einen Wert von 125%, was natürlich sehr schön ist. Und wir werden jetzt den auch weiter upgraden. Und zwar brauchen wir hier noch diese 20K. Und wir haben auch gerade die Hälfte erreicht. Das heißt, es sollte jetzt auch nicht mehr lange dauern. Ja, da haben wir auch schon 11K. Ja, es sollte einfach nicht mehr lange dauern, bis wir dann das Upgrade bekommen. Und wir machen auch gerade 200, ja, da ändert sich es gerade. Ja, so 273 war da eben. 251 pro Sekunde. Das heißt, alle 4 Sekunden kriegen wir einfach 1000 von Credits, Münzen, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir jetzt hier schon fast 18.000. Das heißt, wir brauchen nicht mehr viel. Und 19.000. Und jetzt können wir uns das Upgrade holen mit 20.000. Und jetzt sind die einfach nochmal günstiger geworden. Haben also wieder nur eine Münze, ein Credit an Stromkosten. Ist natürlich sehr schön. Und jetzt haben wir 270 statt vorher 251. Und das lassen wir jetzt einfach mal eine Weile laufen und schauen dann mal weiter. Und da haben wir gerade die 101, ja, 102.000 geknackt. Auch wieder, ja, so 6 Minuten. Also es war wirklich nicht viel. Und dann scrollen wir mal runter. Und da haben wir Starterlimit
um 4 erhöhen. Das holen wir uns. Und da holen wir uns gleich 4 neue Starter. Und drehen die auch mal um. Und holen uns noch 2 von diesen Rollern. Und ich glaube, ja, ich habe es zu früh gemacht. Ich hätte noch ein bisschen warten sollen für die Öfen. Aber dann können wir jetzt zumindest schon mal so Ressourcen bekommen. Und dann machen wir überall wieder Kupfer rein. Und dann holen wir uns unseren ersten Ofen. Und dann können wir wieder ein bisschen mehr Ressourcen herstellen. Und das steigt jetzt auch schon ganz schön um 364. Das ändert sich jetzt gleich bestimmt noch. Na, nein, ändert sich nicht. Gut. Doch, 348. 444, okay. Ist halt sehr große Spanne. Jedenfalls haben wir jetzt noch einen Ofen. Und ihr seht, das geht jetzt immer schneller. Wir kriegen immer schneller, immer mehr Geld. Und so läuft das halt. Und wir haben wieder einen halben Ofen drinne. Und jetzt könnten wir natürlich die Werbung gucken. Oh, 22.000. Wir können uns direkt 2 Öfen leisten. Das mache ich aber nicht. Ich will es euch ja zeigen, dass es auch ohne geht. Und da haben wir den nächsten Ofen. Müssen wir einmal umdrehen. Und dann fehlt noch ein Ofen. Und dann würde ich auch sagen, das war es dann auch mit der Folge. Ich werde dann das einfach so eine Woche lang laufen lassen. Und dann das einmal verdoppeln. Ja, dann machen wir noch diesen einen letzten Ofen rein. Und dann war's das. Also, der letzte Ofen. Drehen wir um. Und jetzt haben wir hier diese 12 Öfen. Und diese 12 Starter. Wir stellen flüssigen Kupfer her. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da, ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Lasst ein Like da und wenn es 15 Likes in einer Woche sind, dann werde ich das auf jeden Fall weitermachen. Wir sehen uns auch noch in der nächsten Folge wieder und danach müssen wir mal schauen. Also, das war's und tschüss.